Jetzt sitze ich hier alleine. Stimmt gar nicht. Der Mann, der sitzt hinter der Kamera, aber der weiß ja eh immer nicht, wo die Kamera ist, ob links oder rechts. Und füllt gerade noch Formulare aus. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit, ne? Falls die Kinder aufwachen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fange jetzt schon mal an. Ne? Soll ich schon mal anfangen? Ja. Brauchen wir eine Haftpflichtversicherung? Bestimmt. Der Mann aus dem Off, brauchen wir eine Haftpflichtversicherung? Ja klar, wir haben ja auch eine Ja, Haftpflichtversicherung. die brauchen wir ja da neu. Aber die gilt doch weltweit, oder? Das weiß ich auch nicht. Komm, kommen wir Machen wir erstmal zum ja. Thema Haus. So. So, hallo ihr Lieben. Ich sitze alleine hier vor der Kamera, weil der Mann gerade Formulare ausfüllt. Und habe mir gedacht, euch interessiert so brennend, was wir mit unserem Haus machen. Ich hatte ja auch mal so in die Runde gefragt auf Instagram, was wollt ihr wissen wegen der Auswanderung, was interessiert euch am meisten? Und die meistgestellteste Frage war tatsächlich die, was wir mit unserem Haus machen. So vermieten wir das, verkaufen wir das. Manche waren auch so neugierig, die haben sich richtig auf die Suche gemacht und recherchiert, ob wir das Haus eventuell anbieten. Und worauf sind sie da gestoßen? Sag mal. Wird? Worauf? Der hat nicht zugehört. Worauf sind denn die Neugierigen gestoßen, als sie recherchiert haben zu unserem Haus? Auf eine Anzeige oder wie? Ja, Bingo, auf eine Anzeige. Wo denn? Bei Immo-Sport wahrscheinlich. Bei ImmoScout. Oder? Ja, denke ich mal, weiß ich nicht. Ich habe nicht geguckt. Wir haben ja gar nicht angeschaut. Ich finde das so lustig, dass der Mann da hinten aus dem Off spricht. Genau, und komm mal wieder, wo bin ich? Hier. Das irritiert mich auch, wenn du da hinten sitzt. Komm doch mal kurz her. Ja, ich bin jetzt auch eine Sekunde fertig. Der ist gleich fertig. Naja, gut, dann quatsche ich jetzt mal weiter. Dann bin ich gleich fertig, weil viel mehr hier wird ja gar nicht mehr zu sagen. Hallo. Hallo, morgen. So, und da ist er. Ja, der ist so fleißig und so motiviert, jetzt alle Dinge so in die Wege zu. Ja, Und noch muss ja schlafen die noch, Jungs. ja, noch schlafen die Jungs und dann muss er ja auch gleich noch auf Arbeit und genau noch muss er hier auf Arbeit, bevor dann die Arbeit irgendwann in Dubai beginnt. Ne? Genau. So, komm, jetzt Ja, sag wird du. spannend. Wird spannend. Ne? Jetzt sag du, was machen wir mit unserem Haus? Verkaufen. Ja, wir verkaufen unser Haus. Genau, das war. Ja, natürlich nicht so eine einfach gefällte Entscheidung, aber schlussendlich für uns so in der Konstellation die richtige, ne? Ja, also um auch vor allen Dingen dort vor Ort ja die Immobilie zu bekommen, die wir uns so vorstellen, war das wichtig. Genau. Bin ich mal gespannt, was wir da finden. Ja. Ja, aber das war so eigentlich so der erste Schritt, dass man gesagt hat, hier erstmal die Dinge so ein bisschen loszulassen, ne? Dass man sagt, also wirklich, komm, wir machen den Cut. Wir sind so mutig. Vielleicht kann man uns auch einfach nur bekloppt oder verrückt nennen. Das kann man jetzt natürlich auch sagen. Machen wir schon immer. Ja. Wir waren ja auch immer Nomaden. Eigentlich so lange, wie wir jetzt hier an diesem Ort gelebt und gewohnt haben, glaube ich, waren wir seltenst. Ne? Also du ja auch. Du bist ja auch viel, du hattest ja auch Berlin, viele München, Ortswechsel. Ne? Bist ja eigentlich nur Vancouver. Vancouver was. Da wolltest du auch mal hinziehen. Ja, Ne? hätte mich gereizt, ja. Ne? War Dass schön man da. da Oder ist schön zu, da. ist schön da. Wer weiß, vielleicht landen wir irgendwann auch noch in Vancouver. Ist nur ein bisschen kalt. Aber gut, kann man ja, wer weiß. Vielleicht, wenn es uns in Dubai zu warm wird, sind wir froh, wenn es ein bisschen kühler ist oder so. Ne? Also dahingehend waren wir immer schon irgendwie schon so Nomaden und ich glaube, wir sind auch Menschen, die nicht ganz so krass an materiellen Dingen, ne, hängen. Also man kann sich da gut Ja, lossagen. Ne? wir haben uns schon die Dinge hier schön gemacht und fühlen uns hier sehr wohl, haben da auch viel Kraft reingesteckt, aber ist halt erstmal nur das Haus, ne? Und jetzt suchen wir ja einen neuen Hafen und da brauchen wir auch ein Haus. Ja, ein Haus wäre schön, ne? Ja. Muss mal gucken, was wir finden. Ja, und deswegen, natürlich lässt man das nicht so von heute auf morgen los. Für euch ist das, kommt das jetzt alles so schnell, weil wir euch ja so ein paar Wochen auch voraus sind in unseren Gedanken. Also eigentlich ja nicht nur ein paar Wochen, sondern wir haben uns ja schon immer mal Gedanken gemacht, wie es wäre, eben Ja, auch woanders zu mit leben. USA und Ne, genau, was wir in dem ersten Video ja erzählt haben, dass ja auch USA lange eine große Option oder ein großer Gedanke für uns war, dahin zu gehen. Und dann hat, da war ja klar, dass wir, wenn wir so einen Schritt machen irgendwann,
dass wir das, was wir hier haben, auch loslassen werden. Und trotzdem haben wir hier zwischendurch weitergewerkelt und das schön gemacht. Ist ja auch wie noch. Also ich glaube, wir haben ja keine Hobbys, aber wenn man irgendwas ein Hobby nennen kann, dann ist es hier das Rumwerkeln in unserem Haus. Ne? Ja. Von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, von unten nach oben. Was wir alle hier gemacht haben und geschleppt haben, aber ja, das ist ja schön. Und ja, viel mehr gibt es ja eigentlich auch gar nicht dazu zu sagen. Ne? Wir haben uns jetzt für den Schritt entschieden. Wir haben eine Maklerin damit beauftragt, das Haus anzubieten und damit es dann verkauft wird. Und dann schauen wir jetzt mal, was da rauskommt. Und für euch habe ich aber auf jeden Fall eine schöne Haustour zusammengeschnitten. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Ja, die ist schön geworden. Keine Roomtour, sondern eine gute Erinnerung auch für uns. Ja, genau, das war unsere Erinnerung. Also viel Spaß beim Schauen. Ja. Thank you.
Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr über unsere Auswanderung erfahren möchtet, dann abonniert doch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei die Schewtschenkos.